Von Tonern mag man halten, was man möchte. Die einen sagen, ist nicht notwendig, braucht man nicht. Die anderen sagen, ohne den Toner ist irgendwie schon auch komisch, weil es für mich auch Luxus bedeutet. Ich bin schon jemand, der diesen Feuchtigkeitskick gerade am Morgen, ob es durch einen Toner oder durch ein Gel ist, ich brauche es auf jeden Fall. Und wie ich dieses Teilchen finde, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und ich habe schon zu Anfang die Frage, verwendest du Toner in deiner Routine? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare und schreibe gerne dazu, welche Toner das sind. Würde mich über einen Kommentar auf jeden Fall freuen. Und noch ein kleiner Zusatz, du findest dich in der Review-Woche. Guckst du zeitgleich, findest du da oben das Video von gestern in der Playlist von Face Theory. Und guckst du nicht zeitgleich, findest du natürlich in der Playlist alle Videos, die ich in der Woche gemacht habe. Also schau auch da mal vorbei, vielleicht findest du was. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über einen Teil in der Routine, den man mit gemischten Gefühlen ansieht. Ich kann ein bisschen aus meiner erlebten Phase erzählen. Ich habe früher Gesichtswasser, mein Gesichtswasser hatte Alkohol, das kracht, denn ich war immer der Meinung, ich wasche mein Gesicht und dann gehe ich nochmal mit was Alkoholischem, was noch den restlichen Dreck rausholt übers Gesicht und dann ist die Reinigung sozusagen doppelt gemoppelt vollendet und ich habe meine Haut richtig rough ausgetrocknet. Ich habe eine Mischhaut in Richtung fettig und große Poren und immer, wenn deine Haut in Richtung fettig geht, ist es ein Anzeichen dafür, dass du einen Feuchtigkeitsmangel hast. Deswegen wende ich solche Produkte eigentlich ganz gerne an. Und ich finde es wunderbar, dass die Drogerie jetzt eben auch so Toner rausbringt, wo Wirkstoffe enthalten sind. Ich habe immer wieder Zuschauer bei mir, die eben sagen, ich habe keinen Bock mehr XYZ Sachen auf die Haut zu schmieren. Und da in die Kerbe schlägt das Produkt dann natürlich wieder rein, weil hier haben wir Glycerin, das wirkt feuchtigkeitsbindend. Niacinamid ist natürlich auch wunderbar, ist ein allseits bekannter Inhaltsstoff inzwischen. Ich kann dir gerne mal, wenn ich es nicht vergesse, unter dem i mein Video, mein Faktencheck über Niacinamid drunter packen. Da kannst du ja mal reingucken. Und also das kommt den Menschen entgegen, die sagen, ich möchte jetzt nicht noch ein extra Serum aufs Gesicht packen mit Niacinamid, habe ich keinen Bock drauf. Also da kann man schon auf jeden Fall zu so einem Produkt greifen. Ich kann mich noch daran erinnern, die Shenya hat vor ewigen Zeiten immer ihr normales Gesichtswasser gepimpt von DM, was glaube ich. Und hat da ein bisschen Serum oder so reingepackt. Das weiß ich jetzt nicht mehr so hundertprozentig, weil es eben im Angebot nichts gab. Man muss zum Thema Drogerie aber trotzdem sagen, 95%, vielleicht eher sogar noch mehr, ist immer noch der gleiche Quatsch, den es vorher gab. Duftstoffe, Alkohol, bunte Farben und Inhaltsstoffe, die einfach überhaupt nichts bringen. Gerade in der Naturkosmetik. Und ich bin ja ein großer Fan eigentlich von Naturkosmetik, aber bin halt davon weggekommen, weil da meistens mit Alkohol gearbeitet wird. Es wird da mit Duftstoffen gearbeitet. Und die haben halt alle nichts auf deiner Haut zu suchen, weil es schadet natürlich. Und daher bin ich ja auch von dem Thema komplett weggegangen. Und auch von dem Thema Hydrolate oder so, das brauchst du alles nicht. Wir haben hier einen Toner aus der Isala Pure Reihe, der einfach mal 1,99 kostet. Das ist das, was ich immer sage. Deine Routine muss nicht teuer sein. Man kann sich mal eine Kleinigkeit gönnen, die ein bisschen teurer ist, aber im Grunde brauchst du nicht viel Geld für deine Skincare. Das muss echt nicht sein. Und so Inhaltsstoffe wie eben Niacinamid findet man inzwischen ohne weiteres bei den günstigeren Marken. In der Drogerie ist halt mega, mega gut. Die Isana Pure Reihe steht ein bisschen dafür, dass sie eben auf Inhaltsstoffe verzichten, die nicht so toll sind für die Natur. Also gibt es ja immer wieder und ihr wisst ja, ich achte zum Beispiel auch das Thema Mikroplastik. Kommt immer wieder auch in so flüssigen Produkten vor. Gerade so Flüssigplastik, wenn der Hersteller irgendwie eine gewisse Stabilität herstellen möchte oder das Produkt einfach nur irgendwie schön aussehen soll,
dann kann es durchweg sein, dass da in der Richtung was in eurem Produkt drin ist. Und man sollte sich das halt eben zweimal überlegen, ob das wirklich notwendig ist. Weil es halt immer wieder jetzt auch Produkte gibt, die das eigentlich komplett erfüllen, ohne auszukommen. Und es ist halt immer auch so ein bisschen die Nachfrage. Wenn du als Kunde immer wieder zu den bunten Flaschen greifst, dann wird sich in der anderen Richtung nicht so viel tun. Aber ich bin ganz froh, dass es in der Richtung einfach sich ein bisschen entwickelt hat und man eben auf die Leute auch eingeht, die eben keine Duftstoffe vertragen. Also bei mir war es zum Ende hin so, dass ich halt dann schon auch sehr empfindliche Haut hatte ganz am Schluss. Ich war natürlich der Meinung, Duftstoffe, das stört bei mir nicht. Ich habe es aber erst gemerkt, als ich es weggelassen habe, wie sehr es gestört hat und wie sehr das meine Haut auch nochmal getriggert hat in Richtung fettig sein. Das vergisst man auch ganz oft. Wenn du eine fettige Haut hast und dir was mit Duftstoffen aufs Gesicht packst, dann kann das immer sein, dass der Duftstoff, der zerfällt ja auch über den Tag hinweg auf deinem Gesicht, dass es halt eben auch die Teigproduktion beispielsweise triggert. Das darf man nicht vergessen. Wie wende ich das Produkt an? Ich gebe es mir auf die Hand nach der Reinigung. Also ihr könnt es aber auch irgendwie in ein Fläschchen packen, wo ihr dann einen Sprüher drauf macht. Das ist super geschickt. Aber ich gebe es mir mal auf die Hand und mache es mir dann so, also verteile es mir dann auf dem Gesicht. Kleiner Hinweis, das Produkt, wenn ihr irgendwie so leicht offene Stellen im Gesicht habt, kann brennen. Also bei mir brennt es ein bisschen. Also wenn du merkst, du hast eine empfindliche Haut, die doch so ein bisschen auf solche Sachen reagieren kann, musst du vorsichtig sein und vor allem nicht glauben, das habe ich jetzt ja auch schon in anderen Videos gesagt, nicht glauben, meine Haut wird sich schon daran gewöhnen. Wenn deine Haut reagiert, kannst du vielleicht das Produkt nochmal verwenden, aber du musst erstmal eine Pause eingeleitet haben und du guckst dir vor allem den Rest deiner Skincare an. Weil es kann halt eben auch sein, dass das Produkt in Verbindung vielleicht nicht funktioniert mit deinen anderen Sachen. Also immer auf die Reaktionen deiner Haut eingehen. Denn wenn ein Produkt wirklich nicht funktioniert, nicht mehr nehmen, nicht denken, das wird schon, sie wird sich schon dran gewöhnen. Immer so ein Produkt dann auch einschleichen, wenn du mit Actives noch gar keine Erfahrungen hattest. Einschleichen, mal einen Tag verwenden in der Woche, dann vielleicht zweimal in der Woche verwenden. Je nachdem gucken, wo ist die Grenze, was hält deine Haut aus. Bei mir ist es so, ich habe eine fettige Haut mit großen Poren, die hält einiges aus und da habe ich nicht so die Probleme damit. Also mit 1,99 kannst du wirklich nichts sagen und ich bin ganz gespannt, was aus der Reihe noch rauskommt, weil ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich habe dir ja auch schon das Serum vorgestellt, das werde ich dir auch mal unter das i legen, schaust einfach mal rein. Kennst du das Produkt? Hast du es schon ausprobiert? Was sagst du dazu? Ich werde es mir definitiv nachkaufen, weil das ist ein kleiner Preis, das Produkt kann was, ich lieb's wirklich. Und ja, 1,99 kannst du wirklich nichts sagen. Ich habe zwar keinen Rossmann in der Nähe, aber wenn ich das nächste Mal wieder da bin, wird da definitiv eins mitgekauft. 1,99 kannst du echt nichts sagen. Was hältst du von dem Produkt? Schreib mir das unten in die Kommentare. Ich hoffe doch, du schaltest morgen wieder ein. Da gibt es ein neues Video. Wir sind in der Review-Woche. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich hoffe, du gibst diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in den Kommentaren wieder. Bis spätestens morgen. Macht's gut. Tschüss.